Hallo, willkommen im Labor. Heute möchte ich mit Ihnen mal einen Blick auf dieses Gerät werfen, ein Spektrophotometer. Und das Erste, was wir beim Arbeiten mit dem Photometer immer rechtzeitig machen sollten, ist unser Gerät anschalten. Denn die meisten Photometer führen erst einen Selbsttest durch, bei dem sie die Lampe kalibrieren. Während der Zeit darf ich auch den Deckel nicht öffnen, um diese Kalibrierung in den Selbsttest nicht zu stören. Und wir können kurz darüber reden, was das Grundprinzip ist. Vom Prinzip her ist das Photometer ein sehr einfaches Gerät. Es gibt hier eine Lampe, es gibt einen Lichtdetektor, ich bringe dazwischen meine Probe und je nachdem, wie viel Licht meine Probe schluckt, kann ich entweder auf die Konzentration einer Substanz zurückschließen oder wenn ich bei verschiedenen Wellenlängen die Absorption messe, kann ich auch ein Absorptionsprofil meiner Substanz erstellen und dadurch zum einen entweder Substanzen identifizieren oder auch über die Eigenschaften meiner Substanzen etwas lernen. Was auch noch ganz wichtig ist, ist die Frage, mit was für einem Photometer habe ich es eigentlich zu tun. Und wenn wir hier jetzt einen etwas genaueren Blick hinwerfen, dann sehen Sie, steht hier UV Visible, häufig auch einfach nur abgekürzt als UV Vis. Das heißt, dieses Photometer ist in der Lage, Wellenlängen zu detektieren und durch seine Lampen zu erzeugen, die sowohl im UV-Bereich liegen, als auch im sichtbaren Spektrum. UV ist für uns besonders wichtig, wenn wir Nukleinsäuren oder Proteine bestimmen wollen. Nukleinsäuren vor allem bei 260 Nanometern, Proteine bei 280 und durch das Verhältnis 260 zu 280 können wir dann auch die Reinheit einer Nukleinsäure oder Proteinlösung beurteilen. Das sichtbare Spektrum ist für eine ganze Reihe von verschiedenen Substanzen interessant, zum Beispiel wenn wir Blattpigmente messen wollen, also Chlorophyll, oder auch für den Bradford-Assay zur Proteinkonzentrationsbestimmung. Und natürlich kann ich auch eine ganze Reihe anderer Dinge machen, wie zum Beispiel Zeitreihen mir anschauen, also die zeitliche Veränderung einer Absorption und damit der Konzentration einer Substanz. Und das ist dann wichtig für zum Beispiel Assays für Proteinaktivitäten. Also wenn ein Enzym zum Beispiel NADH verbraucht oder erzeugt, dann kann ich über die Veränderung der Absorption die Proteinaktivität analysieren. Um meine Proben in das Photometer einzubringen, benötige ich jetzt noch sogenannte Küvetten. Das sind kleine Gefäße, in die ich meine Probe einfüllen kann. Und bei den Küvetten ist es wichtig, darauf zu achten, auch, dass ich die richtigen Küvetten für meine Experimente auswähle. Es gibt hier relativ große Küvetten, in die viel Probe hineinpasst, aber auch entsprechend viel Probe hinein muss, damit der Strahlengang in meinem Gerät dann auch tatsächlich durch die Probe geht. Es gibt diese sogenannten Halbmikroküvetten. Da sehen Sie, ist die Küvette im unteren Bereich verengt. Hier reicht normalerweise 1 ml Probe, um ausreichend hohen Füllstand zu haben, dass mein Strahlengang im Photometer auch durch die Probe geht. Wichtig ist natürlich, dass ich diese Halbmikroküvette dann auch richtig rum in mein Photometer stelle, damit der Strahlengang durch die Probe geht und nicht quer dazu. Das Weitere, was bei Küvetten wichtig ist, ist das Material. Es gibt Küvetten aus Quarzglas, die sind durchlässig für UV-Licht, und es gibt Küvetten aus Plastik, die sind für UV-Licht normalerweise nicht durchlässig oder nur verringert durchlässig. Das heißt, wenn ich im UV-Bereich messe, dann brauche ich Quarzglas-Küvetten. Im sichtbaren Spektrum kann ich auch diese Plastik-Küvetten verwenden. Mein Photometer hat jetzt seine Kalibrierung abgeschlossen. Sie sehen hier jetzt, dass ich verschiedene Einstellungen vornehmen kann. Am wichtigsten ist sicher die Wellenlänge, die ich hier verstellen kann. Wir haben jetzt 595 Nanometer, das wäre die Wellenlänge, die wir für den Bradford-Assay verwenden. Durch die Pfeiltasten oder auch durch Eingeben einer Zahl kann ich bei diesem Photometer eben die Wellenlänge beliebig einstellen. Was ich auch mal wählen kann, ist der Mode. Da haben die meisten Photometer die Möglichkeiten, entweder die Absorption zu messen, also wie viel Licht wird in meiner Probe geschluckt. Es gibt häufig auch noch verschiedene einprogrammierte Programme. Wenn ich nichts Genaueres weiß, dann ist normalerweise Absorption das Entscheidende. Das andere Grundlegende, bei dem ich keinerlei Vorwissen brauche, wäre die Transmission. Das heißt eine Messung, wie viel von dem Licht, das meine Lampe erzeugt, tatsächlich durch meine Probe hindurchkommt. Die Absorption wird dann immer in der optischen Dichte, auch OD, angegeben. Die Transmission ist ein Prozentwert. Gut, jetzt schauen wir mal in das Gerät tatsächlich hinein. Wenn wir jetzt einen genaueren Blick mal ins Photometer hineinwerfen, ist das Erste, was ich mir bei einem Photometer immer klar machen sollte, der Strahlengang. Das heißt, hier habe ich meine Lichtquelle.
auf der anderen Seite dann den Detektor. Mein Lichtstrahl geht also durch diese oberste Küvettenposition. Das Photometer hat einen Ring an Küvetten und ich kann hier jeweils durch diese Taste Run eine Position weiterschalten. Ich kann also mehrere Proben nacheinander messen. In manchen Photometern gibt es auch zwei parallele Strahlengänge, wo zwei Küvetten parallel zueinander sitzen. Dann dient immer eine Küvette als Referenz, die andere als Probe. Das hat den großen Vorteil, dass falls sich zum Beispiel auch der Hintergrund meiner Absorption in irgendeiner Probe ändert, ich das immer parallel mitmessen kann. Es hat auch den großen Vorteil, dass wenn ich die Wellenlänge ändere, ich nicht auf eine neue Referenz abgleichen muss, weil ich ja schon eine Referenz im Gerät drin habe. Nachteil ist natürlich, dass mein Photometer dadurch größer ist. Wie vorhin erwähnt, wenn ich jetzt eine Halbmikroküvette habe, muss ich die ins Photometer richtig einbringen. Also so, dass der Strahlengang auch tatsächlich korrekt durch meine Küvette geht und ich nicht die dicken Wände der Küvette nutze, um übermäßiges Licht zu absorbieren. Kommen wir zur eigentlichen photometrischen Messung. Dann interessiert uns normalerweise nicht die absolute Absorption unserer Probe, also die Frage, wie viel Licht schluckt die Probe als Ganzes, sondern es interessiert uns die relative Absorption, also der Vergleich unserer Probe zu einer Probe, die zwar Küvette enthält und auch den entsprechenden Puffer, aber nicht die Substanz, die uns interessiert. Wir bereiten deshalb eine Referenzküvette vor, in der alles enthalten ist, Puffer und Küvette, außer eben der Substanz, die wir wirklich messen wollen. Dann wird mit SetRef eben diese Referenz auf 0 gesetzt und wir haben eine relative Messung. Das entspricht im Prinzip dem gleichen, wie wenn Sie an der Waage tarieren auf die Werkschale, denn die wollen Sie ja nicht mitwiegen, sondern nur die Substanz. So, jetzt könnte ich meine Probe an die gleiche Position stellen, an der meine Referenz saß. In diesem Fall kann ich sie aber auch eine Position weitersetzen und durch Run zur nächsten Position gehen und erhalte jetzt eben die Absorption meiner Probe. Wichtig ist dabei, dass die Probe nicht zu konzentriert sein darf, sonst ist die Absorption zu hoch und ich erhalte keine verlässlichen Messwerte mehr. Genauso, wenn ich sehr, sehr niedrige Messwerte habe, dann ist es auch möglich, dass diese nicht mehr verlässlich sind. Was Sie auch sehen, ist, dass so eine gewisse Schwankung in den hinteren Bereichen meiner Messung beim Photometer normal ist. Wenn die Schwankung sehr deutlich wird, dann ist meine Probe entweder nicht gut gemischt oder es ist Staub oder andere Schwebstoffe in der Probe, sodass eben die Absorption sich dadurch verändert, dass verschiedene kleine Flocken einmal an der Lampe vorbeigehen. Wenn ich mit der Photometermessung fertig bin, natürlich wichtig, ich nehme meine Proben wieder raus. Ich schalte das Photometer aus, auch um die Lampen zu schonen. Insbesondere die UV-Lampen haben häufig nur eine begrenzte Lebenszeit. Dementsprechend sollten die Photometer nicht unbegrenzt lange laufen. Ja, werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Auswertung unserer photometrischen Messung. Wenn unsere Substanz und deren Eigenschaften uns bekannt sind, dann gilt, dass die Absorption nach dem Lambert-Bertschen Gesetz die Konzentration unserer Substanz ist, mal einen Extinktionskoeffizienten, mal die Strecke, die das Licht durch unser Substanzgemisch eben durchgegangen ist. Und dementsprechend ist unsere Konzentration dann die Extinktion durch Extinktionskoeffizienten mal der Strecke. Die Strecke ist bei den meisten unserer Küvetten 1 cm, also relativ einfach zu merken. Wenn wir unsere Substanz nicht kennen oder wir es mit einer Substanz zu tun haben, die eben nicht so klar einfache Eigenschaften hat, und dabei der Klassiker sowas wie der Bradford Essay, dann machen wir eine Eichkurve mit bekannten Konzentrationen. Wir tragen also die Konzentrationen gegen die resultierende OD auf und wir erhalten dann häufig ungefähr so einen Zusammenhang, das heißt im niedrigen Bereich. Da schwanken unsere Messungen, weil eben Störelemente größeren Einfluss auf die OD haben als wirklich unsere Substanz, also in den allerniedrigsten. Und die ist häufig kleiner, 0,1 ist unsere Messung nicht verlässlich. Dann gibt es hier einen linearen Bereich, in dem eben das Lambert-Bertsche Gesetz gilt. Und im Allgemeinen flacht hier oben unsere Kurve wieder etwas ab. Es kann auch sein, dass es hier technisch einen Cut-off gibt, also irgendeinen
Bereich, ab dem das Photometer einfach gar keine Werte mehr ausspuckt. Das heißt, wichtig ist, wenn ich diesen linearen Bereich kenne, dann gibt es eben auch diesen linearen Zusammenhang und in diesem linearen Bereich sollte ich messen. Häufig ist es so, dass bei ODS größer ungefähr 1,5 die Messung nicht mehr verlässlich ist. Das liegt jetzt zum einen rein technisch, häufig am Photometer. Was anderes ist, wenn ich eine verdünnte Lösung habe, in der nur relativ wenige Moleküle vorhanden sind und jetzt mein Licht durch die Probe geht, dann entspricht im Prinzip jedes Schlucken von Licht genau einem Molekül und damit ist der Zusammenhang zwischen meiner Konzentration und der Verringerung der Lichtmenge eben linear. In einer Lösung mit einer sehr hohen Konzentration an Molekülen kommt es immer wieder vor, dass mehrere Moleküle sich im Prinzip gegenseitig verdecken und somit das Schlucken eines Lichtstrahls unter Umständen auch die Anwesenheit von zwei oder mehr Molekülen darstellen kann. Dementsprechend haben wir hier keinen linearen Zusammenhang mehr und wir sind hier oben in dem Bereich, wo die Kurve eben abflacht. Damit wünsche ich Ihnen, dass Ihre photometrischen Messungen alle gelingen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.